Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hallo. Willkommen hier in Ulm bei Karl Walter. Bundesligaschütze, Nationalkader und erfolgreicher Schütze bei der Deutschen Meisterschaft. Freut uns sehr, dass du da bist. Danke. Toll, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Uns interessiert natürlich und alle anderen, wie bist du zum Schießen gekommen? Wie lange machst du das schon? Wie ist es losgegangen? Kannst du uns da was dazu sagen? Also angefangen habe ich mit 12. Okay. Bei uns im Schützenverein im Dorf und eigentlich über meinen Vater. Oder okay. Bei uns ist halt im Dorf praktisch, geht man halt nicht zum Schützenverein, wenn man ab da oben darf. Schön. Und seit 12 schießt du was für Disziplin alles? Mit 12 hat man erst mal mit dem Gewehr geschossen. Gut. Das erste Jahr und dann so im zweiten, mein Vater hat immer schon Pistole geschossen und haben wir dann mit seiner Pistole da mal ausprobiert und eigentlich mit 13 dann Pistole geschossen, aber noch nicht wirklich mit viel Training, sondern einfach so, weil es Spaß gemacht hat. Okay. Und da, ich sage jetzt mal, in der Jugend konkurriert man ja viel mit anderen Sachen, als Jugendlicher, Sportverein und so weiter. Warum bist du beim Schießen geblieben? Weil offensichtlich hast du ja viel Erfolg damit gehabt. Ja, ich habe sehr schon mal Fußball gespielt zu der Zeit und das war im Winter halt. Ist man dann abends, da, am Freitagabend zum Schießen gegangen und das andere war eher so im Sommer. Und ja, es hat immer Spaß gemacht und da war eigentlich immer der ganze Haufen mit dabei und. Okay, ist man dabei geblieben? Ist man dabei geblieben und. Ja, dann ist man mal Richtung Gau weiterkommen und da war eigentlich ein ganz guter Trainer, der uns das schon richtige Technik beigebracht hat und es hat dann schon Spaß gemacht, dass man Fortschritte gesehen hat und ist dann mal zu ein paar Wettkämpfen gefahren, aber jetzt noch nicht so wirklich Richtung Kader oder Richtung richtig Leistungssport, sondern einfach bloß so, weil es Spaß gemacht hat. Okay. Luftpistole ist jetzt dein Steckenpferd. Schießt du noch was anderes außer Luftpistole momentan? Richtung Leistung jetzt nicht, nur so just for fun praktisch. Ja. Okay. Freie Pistole ab und zu und Sportpistole mal ein paar Schuss oder wenn sich mal irgendwas ergibt. Okay. Also bist aber nicht abgeneigt mit anderen Disziplinen, sondern Luftpistole ist der Hauptdisziplin und anderes, aber du bist jemand, der, wenn ich das sagen darf, am Skisport Spaß hat, oder? Genau. Kann man das so sagen? Eigentlich, also am meisten macht mir halt die Luftpistole Spaß und was mir immer Spaß macht, eine Sache dann richtig gescheit zu machen und auch wenn man da halt dann noch mehr Zeit reinsteckt und Energie, dann kann man das, ja, halt die Feinheiten oben, wenn man die Feinheiten da mal beherrscht, macht das halt dann noch mehr Spaß, als wenn man bloß sagt, ah, jetzt müsste ich mal noch ein bisschen da was machen, dann wird es noch besser gegangen, sondern das auch mal machen. Und viele Sachen gleichzeitig machen geht halt dann nicht und dann habe ich mir halt das auch nicht rausgesucht. Super. Jetzt mittlerweile schießt du Bundesliga. Das hast du vorhin gesagt, du hast angefangen bei euch am Dorf. Jetzt schießt Bundesliga. Das war das ein Riesenschritt dann? Wie kann man sich sowas vorstellen für jemanden Außenstehenden? Ja, im Grunde genommen wollte ich eigentlich schon bei uns im Dorf in der Liga mitschießen, weil es meine Spätzle waren, alle gleich alt. Und wir haben von der untersten Liga angefangen und sind dann schon ziemlich weit gekommen. Allerdings waren wir dann irgendwann mal zu wenig, weil der andere mal eben halt beruflich oder von der Schule nicht da war und dann war eigentlich nur, also wir haben dann praktisch aufhören müssen und in Walker, wo jetzt Bundesliga schießt, die haben vorher schon mal gefragt, oh, hast du nicht Lust mit zum Schießen und ja, das sind wieder alle meine Freunde mit dabei, wo ich vom Bayern-Kader kenne und ja, es macht einfach wieder Spaß, es sind wieder lauter junge Leute und kein Zwang und kein Druck eigentlich und okay. Kein Zwang und kein Druck in der Bundesliga, wenn man sowas sagen kann, bist du mental sehr stark wahrscheinlich, kann ich mir das so vorstellen. Weil wie stellt man sich so einen Bundesliga-Wettkampf vor? Das ist doch bestimmt,
Da sind ein Haufen Leute, ein Haufen Zuschauer. Das ist ja nicht muckschmuckchenstill, sondern da geht es ja rund, oder? Ja, es ist laut, wird angefeuert, aber gerade das macht ja Spaß. Okay. Und wenn es ganz still wäre, dann wäre es bestimmt aufregender, als wenn Halligalli ist. Okay. Wow, also ich sag mal, damit muss man ja umgehen können, ne? Wenn da hinten drum richtig Halligalli ist, ja. Weil ich stelle mir, also ein Skisport ist ja normal so hochkomplex von der Konzentration und von der mentalen Stärke. Und ich glaube, Bundesliga, wenn man das schießt, das ist schon eine große Anstrengung. Mental auf jeden Fall. Das ist ja bei uns in der Mannschaft halt schön. Also jeder gibt halt alles praktisch. Okay. Aber wenn es halt einmal nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber man hat ja alles gegeben. Also dann hat man 100% gegeben. Und wenn es dann nicht wahr ist, dann ist da kein Druck von der Mannschaft da, du musst jetzt den Punkt holen, sondern du gibst halt alles. Und was dabei rumkommt, das sieht man aber noch im letzten Schuss. Gut, abgerechnet wird zum Schluss, ja. Okay. Und wenn du das jetzt vergleichst mit der deutschen Meisterschaft, die Bundesliga. Bundesliga sagt Halligalli, Anfeuerung etc. pp. Bei der deutschen Meisterschaft sind es ja auch Zuschauer da. Aber es ist bei weitem ja nicht so, sag ich mal, laut, oder? Kann man das so sagen? Oder wie ist der Unterschied vielleicht zur deutschen Meisterschaft? Bei der Bundesliga schießt man praktisch viel Mannschaft, ja, und der Lärm lenkt eher ein bisschen so ab. Mhm. In manchen Situationen macht man vielleicht dann nicht so die taktisch klugen Sachen oder macht mal eine Pause, weil es eben hinten so laut ist und dann doch mehr aufgeregt ist dann da. Und bei der deutschen Meisterschaft, da kämpft man dann eher mit sich selber. Und bei der Bundesliga, da überrumpelt man vielleicht mal so Aufregung oder so, ja. Aber dabei verliert man wahrscheinlich ein paar Ringe. Also in der Bundesliga schießt man meistens ein paar Ringe weniger, als wenn man normal im Wettkampf schießt. Und wenn du gerade sagst, hat beides aber sein Anreiz. Also wenn die Bundesliga-Saison vorbei ist, dann freue ich mich wieder richtig, so einen normalen 60-Schuss-Wettkampf zum Schießen. Und jetzt nach der deutschen freue ich mich eigentlich schon wieder richtig auf Bundesliga, dass der 40 knackige Schuss mit seinem direkten Gegner. Und okay. Also das ist schon ein bisschen unterschiedlich, ne? Das ist einmal Mann gegen Mann in der Bundesliga sozusagen, aber für die Mannschaft. Denke ich, kann man so sagen. Und bei der deutschen Meisterschaft, ja, da schießt man ein bisschen für sich, in Anführungsstrichen. Aber jetzt bist du ja im Mixed deutscher Meister geworden. Das heißt, mit einer Partnerin. Ist ja auch vielleicht ein bisschen ähnlich. Man hat ja praktisch auch ein bisschen Verantwortung füreinander. Das kann man ja vielleicht ein bisschen vergleichen. Wie ist denn das aber von den Zuschauern her bei der deutschen Meisterschaft? Wie können wir uns das alles vorstellen? Haben wir da, das ist ein bisschen gesitteter dann auch, oder? Beim Wettkampf, oder? Am Wettkampf direkt sind eigentlich gar nicht so viele. Also die bei, sagen wir, Insider, die schauen da dann natürlich schon. Und im Finale sind natürlich dann eben die Halle halt dann fast voll. Also Finalhalle finde ich schon spannend, muss ich schon sagen. Da ist es auch, also ist eindrucksvoll, finde ich. Und ist auch toll gemacht. Was mich so ein bisschen als Schütze, muss ich sagen, noch ein bisschen diese Musik, die da immer kommt und so weiter. Also das ist wiederum mentale Stärke, dass man sowas alles ein bisschen ausblenden kann. Oder du hast ja, dich pusht das auch ein bisschen oder dir hilft es manchmal so auch. Mich freut es immer, wenn zum Einmarsch kommt ja immer Hell's Bells in München. Und wenn das dann irgendwo wieder kommt, dann denkst du, boah, geil, Finale. Und dann pusht es eigentlich schon. Also super. Hat es so wie ein Ritual, wenn am Anfang immer das gleiche Lied kommt. Okay. Und hat dann auch was, so den, wenn die Musik halt kommt und den Druck und wenn dann mal ein bekanntes Lied kommt, wo ihm gefällt, dann lenkt es natürlich auch anders ab oder halt lenkt es von dem Druck ab und wenn du dann wieder Start hast, dann muss man sich wieder fokussieren und dann geht's wieder los. Was für persönliche Ziele hast du denn für dich in der Zukunft? Das heißt, Deutsche Meisterkrone, letztes Jahr war es, glaube ich, Vize-Deutscher Meister, wenn es korrekt ist, gell?
Man, also sag ich mal, da ist die Steigerung schon da. Was kommt noch? Was sind so Ziele? Das war ja, das, für mich war das ja schon die, eigentlich der deutsche Meister, weil man hinter dem Christian Reitz eben deutscher Meister, also Vize-deutscher Meister wird, dann, ja, dann ist es schon fast wie der erste Platz. Und das Finale war richtig gut geschossen. Und warst du zufrieden mit deiner Leistung sozusagen? Auf jeden Fall, ja. Okay. Und mit meiner Einzelleistung heuer war ich zufrieden. Im Finale war ein bisschen Pech, war als Sechster ausgeschieden, aber ein Zehntel hinter dem Fünften. Und die Dichte war also ziemlich eng, also hätte alles passieren können. Okay, schön. Und die nächsten Perspektiven für dich, die nächsten Ziele? Wie gesagt, das war jetzt, wir stehen ja Sportschießen große Ereignisse an und wo zieht es dich noch hin oder was sind so deine Ziele für dich noch? Also das nächste ist jetzt, wir fangen mit der Bundesliga wieder an, da richtig Ort zum Greifen und möglichst viele Wettkämpfe zum Gewinnen. Und der Weltcup in München, der hat mich natürlich ein bisschen gereizt. Dann möchte ich da auf jeden Fall noch ein paar Wettkämpfe mitmachen, schauen, ob ich die dann mitschießen darf. Und das ein bisschen zum Festigen. Also ich habe das schon mal gesehen, wie das so ist. Und die Eindrücke von da mitnehmen und die dann ein bisschen erfahrener zum Schießen. Okay. Aber insgesamt macht mir das am Schießen immer einfach die Technik zu verfeinern und einfach die Kontrolle über das Ganze zu haben. Also das fasziniert mich eigentlich am meisten dabei. Okay. Ja, sind wir gleich bei deinem aktuellen Sportgerät. Walter LP500 schießt du momentan. Wie lange schießt du die schon? Seit Anfang an. Seit Anfang an. Ich glaube, du hast eine der ersten bekommen, die es gab, oder? Wie war das damals? Ja, ich habe zuerst mal eine zum Ausprobieren gehabt, zum L-König. War von Anfang an eigentlich begeistert. Hat sich jetzt eigentlich nicht groß anders angefühlt wie die Vorgänger, die LP300, und fühlt sich einfach an, als wenn es zum Arm dazugehört, wenn man schießt. Also nicht, läuft eigentlich eins über und vom Abzug ist es schön und also man kann eigentlich nichts so dazu sagen, weil man fällt ja immer das Negative auf. Und es passt eigentlich alles. Okay. Schießt du elektronischen Abzug? Noch nicht. Ich habe den daheim und habe den jetzt eben in der anderen mal einbauen lassen und möchte jetzt halt da mal mit dem trainieren und schauen, wie mir der so gefällt. Okay. Aber an sich bin ich immer für den mechanischen, also gut. Bin ja im Handwerk und das gefällt mir einfach dann halt wo. Jetzt testen und dann probieren wir mal und schauen wir, ob es besser ist und dann wird es ja vielleicht. Gut. Und von den technischen Features her, was gefällt dir besonders an dem Sportgerät, an der LP500? Gibt es da irgendwelche besonderen Einstellungen oder Konfigurationen, die du sagst, die nutzt du aktiv oder die haben dir geholfen, wenn du von der 300er auf 500er gegangen bist? Das Coole ist, man baut einfach den Griff runter und man sieht innen drin, wie es abläuft. Und man muss eigentlich nicht schauen, was für Schraube muss jetzt drehen, was passiert, sondern man macht es auf, schaut es kurz an und dann weiß man, wo er drehen kann. Das ohne. Und wenn ich den elektronischen Abzug einbaue, dann nehme ich meinen Schraubenzieher, drehe die zwei Schrauben raus und baue es um. Und was mir da. Also die Kartusche finde ich sau cool, einmal das Carbon eben und du bringst halt so viele Schüsse raus, dass du ein Training und einen Wettkampf zusammenschießen kannst oder das Finale dann auch, ohne irgendwie Luft aufzufüllen und man kann sie halt 20 Jahre schießen. Die Kartusche, ja. Genau. Korrekt, also ja. Praktisch langlebiger. Ja, kann man so sagen, ja. Ja, aber hast du denn gab es da eine Leistungssteigerung für dich persönlich von deinem Ergebnis von LP 300 auf 500? So, gab es da irgendwas Spürbares, auch wenn es vielleicht ein wenig gedauert hat, weil du schießt dir ja jetzt schon eine ganze Zeit lang her. Hast du dich in deinem Best,
Ja, wie soll man deine Ringzahl verbessert, optimiert? Also Bestleistung, also meine Trainingsbestleistung, die hat sich auf jeden Fall gesteigert. Und im Ganzen schon, aber jetzt nicht von Anfang an, sondern so schleichend praktisch. Ist halt doch das Ganze nur feinerer und man kann die Sachen halt noch feiner einstellen, mit dem Triggerstopp und so Sachen. Das funktioniert halt noch feiner. Man kann es genauer einstellen, man kann näher hingehen und ja, die alte hat ja doch noch ein bisschen vibriert, wo man geschossen hat, und da ist eigentlich komplett still und man kann komplett variabel von ganz leicht bis schwer und kann dann noch Gewichte verbauen. Also eigentlich vielseitig einsetzbar und man kann noch viel ausprobieren. Fehlt dir was noch? Eigentlich nicht. Gut. Die beste Leistung? Die Schraube bei Streu. Okay. Das wäre es, genau. Sag mal, Bestleistung, dass wir das mal in Zahlen haben, was ist da Bestleistung? Also im Training, da waren es die 95. Und im Wettkampf bin ich bei die 85. Okay. Und da wäre jetzt dann nochmal eine Steigerung fällig. Also ich bin schon immer sehr knapp dort da. Mhm. Und meine Stärke ist eigentlich, dass ich immer gut schieße. Also ich habe in den letzten Wettkämpfen, wo wir so mitgeschrieben haben, eigentlich wenig Wettkämpfe, wo ich immer sage, es war jetzt richtig schlecht oder so. Aber es sind halt alle immer gut 5,75 so. Also gute Konstanz, du hast ja keine große Ausreißer. Also ziemlich. Also ich bin jetzt von 74 bis 79 sind meine ganzen Wettkämpfe mit drin. Und ja, mit den 74 ist man dann schon richtig unzufrieden dann. Okay, stark. Gibt's denn Tipps, die du jemandem geben wolltest oder könntest, wo man sagt, Mensch, bin auch Luftpistolenschütze, wie kann ich Leistung steigern? Hast du irgendeinen Tipp? Was wahrscheinlich jeder Trainer sagt, Haltetraining, dass man die Kraft schon mal dazu hat und dann einfach den bis zum Zehner, also den Zehnerwille. Wenn man den dann hat und den halt unbedingt will, dann und zum Schluss den noch ein bisschen hinzieht, dann ist das, glaube ich, der magische Tipp. Okay. Einfach bloß der Wille. Okay, stark. Super. Du hast mir schon mal gesagt, du hast besonders gute Beziehungen zu unserem Sportservice. Kannst du das nochmal wiederholen? Wie drückt sich das aus? Wie nimmst du denn den Service von Walter an den Meisterschaften wahr? Oder was kann man denn dazu sagen? Ja, als noch nicht Profi oder als Schüler oder Jugendlicher, wenn man halt zu Walter dann hinkommen ist und es hat halt irgendwas gefehlt oder es ist was nicht mehr gegangen, dann war das eigentlich gar kein Thema, das kurz und schnell anzuschauen und hat keine Umstände gemacht und man ist immer irgendwie gerne hingegangen. Also es hat, ja, man hat dann kurz geratscht oder so, obwohl man jetzt nur kein bekanntes Gesicht war oder kein Profi, wo jetzt halt irgendwie schon groß was gewonnen hat, sondern einfach, ja, so wie es eigentlich gehört. Okay, schön. Und später waren wir mal, vor 2 Jahren waren wir in Belgrad beim Wettkampf von der Bundesliga aus. Und ja, da war eben auch ein Servicearbeiter, mit dem man sich dann da länger unterhalten hat. Und der hat mir dann auch meine Pistole, die LP300 einmal komplett gezeigt, wie die überhaupt funktioniert, weil da gerade nicht so viel los war. Und das hat mich halt gefreut dann. Hat sich da auch Zeit genommen und mir das mal komplett gesagt, wie was funktioniert. Und wenn man über die Pistole hat, dann mal Bescheid weiß. Und dann ist es halt auch ganz was anderes. Dann kann man auch, wenn irgendwas Kleines ist, schon mal selber rein zum Schauen. Und schön. Man kennt sich dann überaus. Klasse, ja. Okay. Ja, deine sportlichen Ziele, das hat man vorhin schon gesagt, Bundesliga. Ich denke aber Nationalkader, Nationalmannschaft ist sicherlich ja auch ein Thema, wo man, wenn ich dich jetzt so kennengelernt habe, als ehrgeiziger Schütze ja gerne weiter vorankommen willst. So als großes Ziel irgendwann Olympia, kann man sowas sagen?
Ja, also es sollte eigentlich für jeden so das Ziel sein, wenn man da im Kader irgendwo unterwegs ist. Aber ich arbeite immer zuerst die kleinen Schritte und dann kommt das Große dann. Okay. Aber hast du da schon so einen Masterplan vielleicht wirklich, wo man sagt, kleiner nächster Schritt ist das, der nächste ist jenes und irgendwann geht es dann vielleicht, ist der letzte Schritt eben vielleicht dieses Olympiathema, gibt es sowas? Macht man sich sowas als aktiver Leistungsschütze? So ein bisschen nebenbei, also nicht direkt. Direkt ist eigentlich immer, dass man halt dann seine Technik oder halt dann die Ringzahl oder den Wettkampf besser ist. Und der Rest kommt dann oder sollte dann eigentlich von der Lore kommen. Und festgestellt, dass wenn man halt immer arbeitet und kämpft praktisch, dann gibt es ja eigentlich immer was. Okay. Auch wenn jetzt nicht direkt was ansteht, aber auf einmal kommt wieder, da kommt man das als nächstes oder da mal schauen und. Also ich kann gerne anbieten, wir von Walter würden dich gerne weiter unterstützen auf deinem Weg. Danke. Auf deinem sportlichen Weg, auf deinem Plan, den du hast, auf deinen Wunsch. Deswegen bitte nicht zögern, gerne an uns wenden, an Sportservice wenden, okay. Hier nach unten kommen. Ja, ich danke dir für deine Zeit, war spitze, hat mich echt gefreut. Und jetzt können wir gerne nochmal im Sportservice vielleicht deine Waffe heute durchchecken lassen, wenn du schon da bist. Danke. Und ich sag mal, danke, alles Gute und weiter. Gut, Schuss. Okay. Danke. Danke dir. Servus. Mach's gut.